Servus, ich grüße euch. Wir sind gerade im Studio, arbeiten am neuen Album, sind schon gut vorwärts gekommen. Und immer wenn ich meine Fanmails anschaue, wollen viele Leute mehr über die komplette Band wissen, wie es mit Live ausschaut und so weiter. Und ich habe mir überlegt, ich mache jetzt so eine Kurzbiografie, wo ich dir die Band im Detail vorstellen werde. Und du wirst schockiert sein über manche Hintergrundinfos, die bisher unveröffentlicht waren. Und darum würde ich sagen, Film ab! Vier beste Freunde machen zusammen Musik und das ist für viele Leute die klassische Band. Ist Störtebriester eine klassische Band? Nein. Fühlt sich das schlecht oder falsch an? Nein. Warum, dazu komme ich in weiteren Episoden, aber jetzt fangen wir erstmal von vorne an. Ich bin aufgewachsen in einem 16.000 Einwohner-Kaff, das nennt sich Penzberg. Mir gefällt die Natur und das Ganze außenrum sehr gut hier. Aber in Sachen Rock'n'Roll hat die Stadt nicht viel zu bieten und meistens ist bei uns auch tote Hose. Ja, wie bin ich zur Musik gekommen? Du wirst jetzt bestimmt denken, der Mike, der spinnt oder erzählt wieder irgendeinen Scheiß. Aber es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Und zwar habe ich mich mit ein paar Freunden in einer Kneipe mit angetrunkenen und aggressiven LKW-Fahrern angelegt. Ja, die haben sich das natürlich nicht gefallen lassen. Die Situation ist dermaßen eskaliert, dass es im Endeffekt dann eine Schlägerei war mit mehreren Beteiligten. Sogar der Wirt hat mitgewischt. Das war dann wie in so einem schlechten Film. Der hat dann unterm Tresen so einen Schlagstock rausgeholt und ist dann mit da reingegangen in die Menge. Im Endeffekt waren es dann mehrere Beteiligte. Eine Gerichtsverhandlung war unausweichlich. Aber ich bin glimpflich da rausgekommen, habe sogar noch Schmerzensgeld bekommen und konnte mir von diesem Schmerzensgeld meine erste gute E-Gitarre kaufen. Und das war dann eigentlich auch der Zeitpunkt, wo ich die Motivation und den Bock hatte, musikmäßig irgendwas zu machen. Ich gründete die erste Rockband, die nannte sich Steel String, aber leider kamen wir mit dem Sänger nicht so ganz klar, der wollte auch immer mehr so Coverrock machen, also fing ich selbst an zu singen. Das war aber damals mehr schlecht als recht. Außerdem war ich eine englische Tomate und deshalb habe ich die ersten Texte dann auf Deutsch geschrieben und deshalb musste auch ein neuer Bandname her. Es war Winter und die Sternsinger kamen von Haus zu Haus, kennt ihr bestimmt. Da noch Feuerwerkskörper zur Hand lagen, wollte ich ihnen mit einem Kumpel einen harmlosen Streich spielen. Es klingelt also, ich habe gleich mehrere Böller angezündet, mein Kumpel öffnet die Tür, die heiligen drei Könige fangen zum Singen an, der Weihrauch schwenkt, meine Böller flogen, die Tür wird zugehaut, ein lauter Knall, den Rest könnt ihr euch ja denken. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass eine Kutte von einem Sternsinger Feuer fing und im Schnee gelöscht werden musste. Ob das im Nachhinein wirklich gestimmt hat, weiß ich nicht, aber so wurde es halt dann gesagt. Ja, somit stand der Pfarrer auf der Matte und beschwerte sich bei meinen Eltern. Der Religionsunterricht brachte weitere Spannungen und der Name Stör den Priester verdichtete sich. Eines Tages hat ein Freund zu mir gesagt, Mensch, Stör den Priester, das ist einfach ein zu langer Bandname, das müssen wir irgendwie kürzen. Und so sind wir nach langem Hin- und Her-Überlegen auf Störtepriester gekommen. Auch so ein bisschen in Anlehnung von dem Piraten Störte Beker. Aber ich glaube, das heißt, er übersetzt stürzt den Becher oder irgendwie so. Und dann könnte man das jetzt wieder so reininterpretieren, anstatt Stör den Priester, stürzt den Priester. Störtepriester, stürzt den Priester. Mir hat das damals sehr gut gefallen und dabei sind wir dann eigentlich auch geblieben. So, heute hast du etwas mehr über mich erfahren. Du weißt jetzt, wie der Bandname entstanden ist. Und wenn dich das interessiert hat, lass mir doch bitte ein Like da und schreib mir was in die Kommentare. Nächste Woche erzähle ich, wie es weitergeht. Ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die nächste Woche. Also, hau rein!